Herzlich willkommen zu den Magic Moments, dem Interview mit herausragenden und außergewöhnlichen Frauen. Mein Name ist Christina Susanne Weitzel und ich bin Expert für Men's Inner Child und Mentorin für systemisches Coaching. Hallo, liebe Astrid, herzlich willkommen zu den Magic Moments, den Interviews mit herausragenden und außergewöhnlichen Frauen. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, liebe Christina. Danke für die Einladung. Ja, und ich bin auch schon sehr gespannt und sehr neugierig, wo uns beide heute so die Reise hinführt. Ja, schön. Das ist sehr gut. Frage an dich gleich vorweg. Was sind für dich Helden eigentlich oder Heldinnen? Da muss ich tatsächlich wirklich mal einen Moment drüber nachdenken. Also ich glaube, das ist für mich ist das ein bisschen vielschichtiger. Wenn ich zum Beispiel so ein bisschen so durch die, fällt mir spontan einfach ein, eine Frau, die ich sehr, sehr bewundere und deren Bücher ich wirklich sehr begeistert gelesen habe, ist zum Beispiel Michelle Obama. Das ist für mich jemand, eine Frau, die ein bestimmtes Standing verkörpert, die Klarheit mit Herzlichkeit kombiniert. Und also ich finde sie sehr, sehr beeindruckend. Oder als zweite, wen ich wirklich sehr, sehr schätze und sehr mag, und sie ist auch polarisierend, ist zum Beispiel Dunja Hayali. Mhm. Zum einen ist sie Hundeliebhaberin, ich mag Hunde auch sehr. Und zum anderen finde ich einfach, ist sie jemand, die bereit ist, wirklich auch den Finger in die Wunde zu legen, die immer wieder bereit ist, in den Dialog zu gehen. Und ja, sie wird oft dafür angegriffen, verurteilt. Ich kann mich noch gut an ihre Rede, als sie die goldene Kamera gewonnen hat, erinnern. Ich habe mir die wirklich auch oft auf YouTube hinterher angeguckt, weil ich die so beeindruckend fand und so ehrlich auch. Und wo ich so denke, ja, und sie gibt trotzdem, sie gibt nicht auf. Also sie ist immer wieder jemand, die trotzdem immer wieder reingeht und versucht wirklich die Menschen zusammenzubringen. Und das finde ich sehr, sehr bewundernswert. Nichtsdestotrotz gibt es nicht nur Frauen, sondern es gibt auch Männer, die ich sehr, sehr schätze und wo ich einfach auch denke, ja, davon braucht es einfach auch ein paar mehr. Und einer dieser Männer, das ist so ein bisschen so aus meiner Vergangenheit, ist einer meiner Mentoren. Und er ist heute seit vielen, vielen Jahren schon in seiner wohlverdienten Rente und lebt heute in Portugal. Das ist der Mann, der mich in meinem Werdegang unfassbar unterstützt hat und der mich damals als sehr junge Frau im Außendienst, ich habe ja viele, viele Jahre im Vertrieb gearbeitet, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, und der mich sehr, sehr unterstützt hat und immer auch wirklich nach vorne gebracht hat. Also der immer wieder mir neue Dinge angetragen hat und mir diese Dinge zugetraut hat und der sehr, sehr, also der für mich auch wirklich eine Heldenfigur ist. Und auf der anderen Seite sind das auch die Menschen, die mir im Alltag begegnen. Das ist meine Nachbarin, die nach vielen Schicksalsschlägen ihr Leben wieder in die Hand genommen hat und heute wirklich einfach auch rührig unterwegs ist. Das ist meine Bäckereifachverkäuferin, die schon weiß, wenn die Tür aufgeht, muss der Kaffee unter die Kaffeemaschine. Also es ist wirklich sehr, sehr vielschichtig und ich mag einfach Menschen. Ich liebe die Unterschiedlichkeit, ich liebe die Vielfalt der Menschen, ich mag es sehr, mit Menschen zu arbeiten und sie auf ihrem Weg ein Stück zu begleiten, dahingehend, ja, was sie sich wünschen für ihr Leben. Mhm. Das finde ich einfach ganz, ganz spannend. Mhm. Wenn du jetzt nochmal an diese beschriebenen Helden denkst, also gerade diese drei, die du wirklich herausgenommen hast, was ist da wert oder was ist das ganz Besondere? Was wäre eine Überschrift für jeden einzelnen von diesen Personen? Eine Überschrift. Oder ein Wert oder eine Botschaft. Ja, es ist eher, glaube ich, wirklich ein Satz.
Es lohnt sich immer weiterzugehen und dran zu bleiben. Also wirklich auch so dieses, es gibt so ein Sprichwort, ich glaube, ich kriege das nicht ganz auf die Reihe, vielleicht nur so ein Teil, aber vielleicht ist es sogar vollständig, ich weiß es nicht genau. Wer aufgibt, hat schon verloren. Mhm. Also so dieses wirklich, egal wie düster es aussieht, es gibt immer ein Licht am Ende des Tunnels und es lohnt sich, Dinge zu hinterfragen, es lohnt sich wirklich dran zu bleiben und nicht aufzugeben. Und das würde ich so als Überschrift nehmen. Ja, und Menschlichkeit. Mhm. Ich bin 1961 geboren und bin auch letztlich aufgewachsen, sehr diszipliniert und wirklich auch so unter dem Leistungsgedanken. Und was auch überhaupt nicht schlimm ist, in keinster Weise, im Gegenteil. Also es hat mir vieles ermöglicht in meinem Leben. Und nichtsdestotrotz einfach Disziplin und Leistung ist nicht alles. Das Ganze gepaart mit, vielleicht hört sich das pathetisch an, aber egal, gepaart mit Liebe, mhm, und mit Menschlichkeit. Mhm. Das ist etwas, was ich, glaube ich, wirklich auch den Dreien zuschreibe und was ich mir einfach für uns Menschen generell wünschen würde. Mhm. Und bei der Beschreibung dieser Helden, kannst du dich da wieder entdecken? Also ein bisschen hast du gerade schon erzählt, aber kannst du dich da wieder entdecken als Heldin in Larven? Ja, in vielerlei Hinsicht. Also wenn ich überlege, ich habe in meinem Werdegang, wenn ich mal so zurückdenke, hat es viele Dinge gegeben, wo ich auch Kämpfe losgetreten habe, wo ich mich auch nicht unbedingt immer beliebt gemacht habe, wo ich sicherlich auch dem einen oder anderen, und an dieser Stelle sorry dafür, es war nie persönlich gemeint, sondern eher für die Sache, wo ich wirklich dem einen oder anderen sicherlich auch mal vors Schienbein getreten bin und vielleicht auch mal ungerecht war oder wie auch immer. Aber letztlich auch sowas wie eine bestimmte Power, so würde ich es mal nennen, so beschreibt Michelle Obama das auch wirklich sehr schön, die eben wirklich viel ja auch für junge Frauen tut und die immer wieder auch die Power, die Kraft, die Stärke dieser jungen Frauen eben wirklich auch in den Vordergrund steht. Und ich habe durch meine Eltern auch eine Riesenportion Power mitbekommen. Mhm. Also dafür bin ich auch zutiefst dankbar und und diese Power hat mein Mentor damals, der hat es wirklich gesehen und hat mich wirklich so an die Hand genommen und mir oft so den Schubs nach vorne gegeben. Und wie gesagt, ja, ich bin auch häufig, also ich war immer schon jemand, die gesagt hat, was sie gedacht hat, auch wenn es unbequem wurde. Also und ich habe mich auch von anderen Dingen überzeugen lassen. Also ich war nicht diejenige, die nur vehement mit dem Kopf durch die Wand musste. Aber ich habe schon gesagt, wenn mir Dinge nicht gefielen, und habe schon geguckt, wie kann man irgendwas verändern. Und insofern sind da auch die eine oder andere stolze Parallele. Was macht dich zu einer außergewöhnlichen und herausragenden Frau? Ich glaube, meine Mischung aus vielen, vielen unterschiedlichen Erfahrungen. Und egal, was war in meinem Leben, mir nie meinen Humor irgendwie, also nie meinen Humor verloren zu haben. Und auch eine ganz große innerliche Zuversicht. Also eine Zuversicht, es wird, also ne, egal was es ist, egal wie groß die Krise ist, wir kommen da raus, fertig. So. Mhm. Es gibt Wege, es gibt Lösungen. Und auch wenn ich sie heute noch nicht sehe, dann kommen sie vielleicht morgen oder übermorgen, aber es geht weiter. Mhm. Und Leben ist einfach auch, ja, Leben ist Bewegung. Also auch das wirklich letztlich macht mich aus. Und insbesondere
gedankliche Bewegung. Also sprich wirklich eine gedankliche Flexibilität zu haben. Es gibt nicht nur schwarz und weiß. Es gibt auch ganz viele Grauzonen, die einfach unfassbare Facetten haben und die einfach wieder Raum geben für ganz, ganz viele Möglichkeiten. Habe ich jetzt gerade deine Frage vergessen, was du eigentlich gefragt hast? Ich habe gefragt, was dich außergewöhnlich und herausragend macht. Ja, dann ist es wirklich diese Vielfältigkeit. Also ich bin heute 61 Jahre alt und habe schon sowohl beruflich als auch privat die eine oder andere Höhe und auch Tiefe, wie auch immer, ne? Also ich habe auch in meinem Leben den einen oder anderen Wellengang erlebt, ja, und alles das hat dazu geführt, dass ich heute entspannter, gelassener, wie soll man das sagen, entspannter, gelassener, glücklicher bin als vielleicht mit 20, 25. Da war ich auch glücklich, aber anders. Und insofern, ja, es ist wirklich so diese Vielschichtigkeit. Jetzt hänge ich bei dem Wort glücklich sein. Was bedeutet glücklich sein für dich? Was bedeutet glücklich sein? Also glücklich sein ist, wenn ich zum Beispiel hier aus meinem Fenster gucke, kann hier nicht so wahnsinnig viel sehen, aber ich sehe ein Stück Himmel. Und auch wenn der heute grau aussieht, heute Morgen hat der Winter nochmal so ein kurzes Statement geliefert und es hat dicke Flocken geschneit, die aber dann sofort auf der Straße in Wasser wieder sich auflösten. Aber es sah einfach schön aus. Also da geht mir das Herz auf. Genauso aber ich, diejenigen, die mich ein bisschen länger kennen, wissen, ich habe eine zweite Heimat und das ist Norderney, also die Nordseeinsel Norderney. Wenn ich da am Strand sitze und aufs Wasser gucken darf, das ist für mich einfach auch, das ist einfach pures Glück. Und was ganz besondere Momente sind, sind die Momente mit meinen Klienten. Das heißt letztlich, Menschen zu begleiten und das berührt mich wirklich zutiefst. Also sie A, begleiten zu dürfen und auf der anderen Seite ja, sie so begleiten zu dürfen, dass ihre Welt ein Stückchen besser wird, dass sie ihre Ziele, die sie sich vorgenommen haben, dass sie die erreichen können, dass sie ihre Konflikte, ihren Stress, sei es innerlich oder sei es äußerlich mit anderen Menschen, dass sie den wirklich aufgeben können. Und fällt mir spontan wirklich eine Coaching-Stunde ein, die ist noch gar nicht lange her, gestern oder vorgestern war es, wo wirklich eine Klientin wirklich mit sich gerungen hat, Vorwürfe aufzugeben. Und du sahst wirklich, das fiel ihr nicht leicht. Und schlussendlich haben wir es wirklich auch belassen, haben erstmal gesagt, komm, schlaf noch mal drüber und guck noch mal. Also ne, wir machen hier nichts mit der Brechstange, sondern du gehst deinen Weg und du gehst auch dein Tempo. Und 2 Stunden später eine Nachricht zu kriegen per WhatsApp, es war gut, dass wir eine Pause gemacht haben. Jetzt bin ich bereit, weiterzugehen. Und da denke ich dann einfach, da könnte ich heulen vor Glück. Ja, klasse. Das kann ich total nachvollziehen. Ja, ja. Ich würde gleich gerne auch ein bisschen mehr erfahren darüber, was du eigentlich machst. Aber mir läuft noch ein bisschen diese Frage im Kopf. Was ist denn der Unterschied von dem Glück, was du gerade beschrieben hast, und dem Glück, was du angedeutet hast als 25-Jährige? Ich glaube, es ist eine andere Tiefe. Ich würde es vielleicht so beschreiben. Mit 25 habe ich mich ausprobiert. Da habe ich rechts rum geguckt, links rum geguckt. Da bin ich für, keine Ahnung, für eine Verabredung 200 Kilometer Auto gefahren, abends um 6 und, keine Ahnung, nachts um 3 wieder zurück. Da war einfach auch wichtig, irgendwie dabei zu sein. Da war wichtig, so diesen Puls, so nenne ich es mal, den Puls des Lebens noch anders zu spüren. Ich tanze unwahrscheinlich gerne und da war eben auch wirklich so am Wochenende irgendwie auf die Piste zu gehen. Das war einfach toll. Und es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Und
Nichtsdestotrotz habe ich auch damals schon genossen, an der Nordsee zu sitzen und aufs Wasser zu gucken. Aber nichtsdestotrotz war es, ich würde mal sagen, ein schnelllebigeres Glück. So würde ich es vielleicht beschreiben. Und heute ist es wirklich ein Glücksgefühl gepaart mit einer tiefen Dankbarkeit. Mhm. Also mit einer Dankbarkeit für die Dinge, die ich erleben durfte. Schön, weniger schön, egal. Alles waren Erfahrungen, die letztlich mich immer wieder einen Schritt weitergebracht haben. Und insofern würde ich es heute als eine andere Tiefe bezeichnen. Und es ist ein Glück, was im Innen liegt und nicht mehr im Außen. Mhm. Also es ist so banale Dinge, so wie, wenn ich überlege, wie viel Geld ich früher für Shopping ausgegeben habe. Und ich habe das gerne gemacht, fand das großartig, so irgendwie bestimmte Modetrends und habe einfach auch für tolle Firmen gearbeitet und da einfach auch viele Dinge kennenlernen dürfen. Und wo ich heute sage, das ist nicht mehr so wichtig. Was nicht heißt, dass ich mich nicht gerne auch gut anziehe. Aber es ist ein anderer Stellenwert geworden, während es heute für mich wichtiger ist, ein gutes Buch zu lesen oder auch den Spaziergang am Wasser zu genießen, mich in die Sonne setzen zu können mit einem Kaffee in der Hand und einfach wirklich zu genießen, das tun zu können. Also es sind andere Dinge, die heute einen größeren Stellenwert haben. Ich gehe auch immer noch gerne aus und treffe mich mit Freunden und alles gut. Aber es ist eine andere Intensität geworden. Und wenn ich heute ausgehe, dann freue ich mich, wenn ich um 9 Uhr irgendwo schon auf der Tanzfläche stehen kann, damit ich um 1:30 nach Hause gehen kann, weil dann ist auch gut. Ja, das kann ich auch nachvollziehen. Ja, schön. Ja. Tolle Beschreibung. Bevor wir zum Business kommen, nochmal die Frage, warum Norderney? Also ganz pragmatische Gründe sind, es ist 200 Kilometer von meinem Zuhause entfernt. Also ich lebe in Münster in Nordrhein-Westfalen. Wenn ich mich ins Auto setze, bin ich in 2-2,5 Stunden am Fähranleger, setze mich auf die Fähre und auf Wiedersehen. Setze ich mich in den Zug, steige ich hier am Bahnhof ein und steige Norddeich-Mohle wieder aus. Also super easy. Und es ist eine kleine Insel. Also ich mag es gerne, auch Münster ist ja keine Riesenstadt. Wir haben knapp über 300.000 Einwohner. Ich mag auch Hamburg, ich mag auch Berlin, aber ich würde da nicht wohnen wollen. Das ist mir zu viel, das ist mir zu groß. Also ich mag es gerne klein und gemütlich. Und ich finde einfach, die Insel hat ein unglaublich gutes Flair. Ich finde, sie hat eine tolle Energie, egal Sommer wie Winter. Also ich bin auch gerne, also meine Lieblingsjahreszeit auf Norderney ist Januar, Februar, Oktober und November. Also ich muss gar nicht in den Sommerzeiten dahin. Und ich mag es einfach, wenn ich mich irgendwo gut auskenne, und das tue ich mittlerweile, ich war seit meinem 18. Lebensjahr dahin, also ich glaube, so langsam kenne ich die Insel. Ja. Und es ist für mich wirklich, für mich steht die Insel für Lebensqualität. Und das macht sie für mich zu meiner Lieblingsinsel. Also ich kenne viele andere auch. Ich war auf Spiekeroog. Ich mag auch Langeoog, Borkum. Ich liebe Sylt, gar keine Frage. Aber bis nach Sylt ist von hier aus 6 Stunden mit dem Auto. Wenn man dann noch Pech hat, vom Elbtunnel hängen zu bleiben, dann ist der erste Tag mit Autofahren verdorben. Und dann denke ich immer so, nee, ich nehme dann doch lieber das, was ich so vor der Haustür habe. Und das ist einfach... Ja, Norderney ist für mich einfach wirklich wie nach Hause kommen. Es ist für mich Ankommen, Dasein. Mhm. Das ist die Lebensqualität, von der du sprichst. Ja, absolut. Ja, genau. Ja, toll. Vielen Dank dafür. Gerne. Was machst du genau beruflich? Ein bisschen hast du schon erzählt, aber leg mal los. Ich würde es gern genauer wissen. Ja,
Um das in kurzen, knappen Sätzen zu sagen, um nicht da eine riesen Story, weil wenn du mir jetzt einmal den Knopf gedrückt hast, also ich könnte jetzt 2 Stunden erzählen, das machen wir nicht. Nein. So, also ich komme aus dem Vertriebsaußendienst. Also ich bin von Haus aus gelernte Einzelhandelskauffrau und bin dann schnell den Weg gegangen in den Vertrieb. War mit knapp 21 damals eine der jüngsten Außendienstmitarbeiter zum damaligen Zeitpunkt und habe mich da 30 Jahre lang getummelt in unterschiedlichen Positionen und Funktionen. Ich war Führungskraft von kleinen, mittleren und größeren Teams. Zudem habe ich auch als Referentin gearbeitet, das heißt, ich habe Schulungen gehalten, Verkaufsschulungen, Produktschulungen, ich habe Vorträge gehalten vor Gruppengrößen von, ich sag mal, 50 bis 250 Teilnehmern. Und bedingt durch eine Erkrankung im Jahr 2000, wo ich dann mal einmal so rums, wirklich so auf Null mich resettet habe. Und ich sage es auch ganz, ganz klassisch, also ich habe einen klassischen Burnout gehabt, also bin so wirklich so einmal komplett da reingeschlittert und war ein Jahr in einem Klinikaufenthalt. Und das war für mich heute im Nachgang, sage ich, das war mit einer der besten Erfahrungen überhaupt, weil bedingt durch, was ich vorhin schon mal sagte, durch diesen Leistungsgedanken, durch dieses Diszipliniertsein, gehörte ich damals auch zu den Frauen, die sich nicht trauten oder nicht unbedingt gerne Nein gesagt haben. Ich hatte zwar eine große Klappe, wenn es darum ging, Dinge verändern zu wollen, aber wenn mir jemand eine Aufgabe antrug, da wäre ich nicht auf die Idee gekommen, Nein zu sagen, weil das war für mich so, wenn der das schon sagt. Also das war wie eine Auszeichnung. Ob mich das 3 Wochenenden kostete und meine Freizeit, das war in dem Moment völlig egal. Und damit habe ich mich komplett ausgepowert und habe mich komplett übernommen. Ja. Und das zu erkennen und da wirklich wieder auszusteigen und nach diesem Klinikaufenthalt wirklich die nächsten Jahre erfolgreicher denn je und entspannter denn je als Außendienstmitarbeiterin zu arbeiten, verdanke ich wirklich meiner Coaching-Ausbildung. Denn nach der Klinik habe ich mich dann auf den Weg gemacht. Ich habe mich immer schon interessiert für verschiedene Dinge, also für, ich sag mal, Channeling, für spirituelle Dinge, Familienaufstellungen, nur was gibt es noch so zwischen Himmel und Erde, außer unsere normale Kommunikation, wie kann man also wirklich noch irgendwie hinter die Kulissen gucken und habe dann 2003 eine Coaching-Ausbildung gemacht und da habe ich dann wirklich verstanden, mit was für einem Mindset, mit was für Gedanken ich im Leben unterwegs war und dass ich letztlich mein Leben lang eine ja wirklich so wie so ein Beweis angeführt habe. Also ne, beweisen zu wollen, ich bin irgendwie richtig, ich bin irgendwie wichtig, ich bin gut genug und all diese Nomenklaturen, die ja ganz viele Menschen kennen. Und nachdem ich das für mich aufgearbeitet hatte, wurde mein Job wesentlich leichter, meine Ergebnisse wesentlich besser und mein Umfeld wunderte sich. Und ich wunderte mich auch erst am Anfang, bis ich dann wirklich auch mitgekriegt habe, ja, das funktioniert wirklich. Und von da an war mir klar, Mindset-Arbeit ist wirklich das, was ich weitermachen will. Und ich habe viele Jahre weiter in meinem Hauptberuf, sprich als Außendienstmitarbeiterin, gearbeitet. Und habe nebenberuflich angefangen, als Coach zu arbeiten. Das heißt, wenn andere am Wochenende, keine Ahnung, auf den Golfplatz gingen oder sonst was, bin ich arbeiten gegangen. Warum? Weil ich das einfach spannend fand und weil ich einfach mehr wissen wollte und weil ich einfach diese Dinge anwenden wollte und weil ich andere Menschen daran teilhaben lassen wollte. Und das habe ich bis 2018, also ich habe die 30 Jahre Vertriebsaußendienst noch voll gemacht. Und dann habe ich gesagt, ich war 57 und habe gesagt, so, wenn ich es jetzt nicht mache, mache ich es nie. Und was kann passieren? Schlimmstenfalls
stelle ich fest, es funktioniert nicht, dann lasse ich mich wieder anstellen. Und aber ich will es ausprobieren. Ich will nicht in 2, 3, 4 Jahren denken, was wohl gewesen wäre, wenn, oder hätte ich doch nur. Das wollte ich nicht, sondern für mich war klar, natürlich gehe ich ein Risiko ein. Und ja, auch da war mir schnell klar, ich kann nur gewinnen. Selbst wenn ich Geld verloren hätte, weil, ne, wenn das Ganze nicht funktioniert hätte, hätte ich trotz alledem aber ganz viele Erkenntnisse gewonnen. Mhm. Und für mich war klar, wenn das nicht funktioniert und ich gehe wieder in den Außendienst zurück, dann ist das kein Versagen, sondern im Gegenteil. Das ist ein Ausdruck von Stärke, wirklich sich zu trauen, einfach auch neue Wege zu gehen. So, und mit dem Aspekt bin ich dann losgegangen als Life- und Business-Coach. Und mein Hauptklientel, also die Menschen, mit denen ich in erster Linie arbeite, sind heute Teamleiter, Gruppenleiter, Abteilungsleiter, Führungskräfte, Männer wie Frauen, ganz egal, Unternehmer, Unternehmerinnen, also Führungskräfte, Teams und aber auch, ich sag mal, Menschen wie du und ich, die merken, sie kommen an eine Grenze oder die einen Konflikt haben, den sie so alleine nicht gelöst kriegen. Und dann arbeiten wir zusammen. Und genau, also das ist, und vielleicht einfach nochmal interessant, also ich nutze auf der einen Seite eine Persönlichkeitsanalyse, die sehr, sehr aufschlussreich ist. Wo wirklich die Menschen rausfinden, was sind eigentlich meine Werte, was sind die Dinge, die mir wichtig sind. Weil selbst wenn wir glauben, uns zu kennen, nö, da liegt noch ganz viel im Argen. Und manchmal wirken in uns Kräfte gegeneinander. Und um das rauszufinden, dazu arbeite ich mit einer sehr, sehr spannenden Analyse. Und ich nutze auch das Wissen von Bob Proctor, Thinking into Results, auch eine ganz, ganz spannende Möglichkeit. Und ich nutze kontextuelles Coaching. Das heißt, wir gucken wirklich, was sind die Glaubenssätze, was sind die Überzeugungen, das Mindset, was wir Menschen mitbringen, was uns aber nicht bewusst ist. Sondern wo man mal so ein bisschen, ich sage immer, ich bin die Taschenlampe. Ich bin die Taschenlampe, die so mit den Menschen gemeinsam durch die Schubladen durchgeht und mal so einmal so in diese ganzen Winkel guckt und mal guckt, ist da noch irgendwas versteckt, was da nicht hingehört, was aber Auswirkungen auf unser jetziges Leben hat. So mit der Taschenlampe machen wir überall wieder Licht an. Das machen wir ganz easy und mit ganz viel Spaß und ganz viel Humor, also alles nicht so heiß, wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und das ist auch meine Lebensdevise. Ich will, dass die Menschen mit Spaß und Freude sich ihre Themen angucken können und dass sie wirklich mit Spaß und Leichtigkeit da durchgehen können. Ja, ja. Wenn du dir jetzt nochmal deinen Weg anschaust, du sagst ja, du hast diesen Beruf 30 Jahre lang durchgezogen. Wofür bist du diesem Beruf dankbar? Ach, für ganz viel. Für die Vielfältigkeit, jeden Tag Minimum 6 unterschiedliche Kunden und das 5 Tage die Woche. Das heißt wirklich für all die Menschen, denen ich begegnen durfte, die ich kennenlernen durfte, für all die Bekanntschaften und zum Teil auch Freundschaften, die daraus entstanden sind, bin ich unfassbar dankbar. Ich bin dafür dankbar, dass ich auf Berufswegen ganz viele tolle Städte in Deutschland kennenlernen durfte. Ganz klar. Durfte in schönen Hotels wohnen und mich verwöhnen lassen. Und ich bin auch dankbar für all den Freiraum, den ich in diesen Firmen, in diesen Unternehmungen hatte. Also Freiraum im Sinne von, natürlich hast du einen Spielrahmen, in dem du dich aufhältst. Du kannst nicht machen, was du willst. Und natürlich hatten auch wir unsere Zahlen und unsere Umsatzvorgaben und. Und nichtsdestotrotz hatten wir viel Freiraum und wir konnten einfach
lustige, kreative, inspirierende Dinge mit unseren Kunden entwickeln, mit viel Spaß, mit viel Freude und die einfach für alle unglaublich gewinnbringend waren. Also auch wirklich die Kreativität. Und der Hauptpunkt ist wirklich die Menschen. Also die Menschen, die damals, mit denen ich arbeiten durfte, die mit mir gearbeitet haben und von denen ich einfach auch unfassbar viel lernen konnte. Ist das etwas gewesen, was du dir als Kind auch so vorgestellt hast? Oder was wolltest du als Kind mal werden? So lustig. Als Kind wollte ich Stewardess werden. Ah. Ja. Frag mich nicht, wie ich da hingekommen bin. Ich habe keine Ahnung. Weil, also das erste Mal, als ich geflogen bin, da war ich, glaube ich, lass mich nicht lügen, Mitte 20 oder so. Mhm. Ich glaube, es war so ein Stück weit dieses, ich habe mir das irgendwie sehr romantisch vorgestellt, als Stewardess irgendwie so durch die Welt zu fliegen. Mhm. Interessant, ja, fällt mir gerade wirklich so spontan wieder ein. Ja, und das war wirklich mein Traumberuf, Stewardess. Und mit meiner Cousine zusammen, es war auch ganz spannend, und meine Cousine ist noch ein bisschen kleiner als ich. Also ich bin gerade mal gemessen 1,63 Meter, also auch nicht die längste aller. Und damals war es wirklich noch so, also unter 1,70, glaube ich, war damals das Gardemaß. War also kein Drankommen. Das heißt, wir kriegten also beide eine Absage. War dann ihr habt euch wirklich beworben? Du hast dich wirklich beworben als Stewardess? Wir haben wirklich bei der Lufthansa uns beworben damals. Also wir haben wirklich eine Bewerbung aufgesetzt. Also nicht nur ein Kindheitstraum, sondern wirklich... Nee. Ja, schön. Also es war so dieser Traum, den wir dann auch wirklich umgesetzt haben. Ja, aber eben mit der Absage. Und es war dann auch okay. Und dann gab es eine Zeit lang den Wunsch, unbedingt studieren zu wollen, also Psychologie und Philosophie, also ne, so wirklich so tieftauchen gehen, so nach dem Motto. Aber das hat sich dann schnell zerschlagen, weil irgendwann habe ich gemerkt, also ich kam von der Realschule, ging aufs Gymnasium und da war irgendwie die Luft raus. Also das war es irgendwie nicht mehr. Also es war so... Ich wollte irgendwie anders in Bewegung kommen. Ich wollte irgendwie anders mitmischen. Das dauerte mir alles viel zu lange. Jetzt noch 3 Jahre Schule und dann ins Studium. Das war für mich persönlich war das zu viel. Ja. Und dann habe ich halt gesagt, Menschen, okay, gehst in den Einzelhandel. Mhm. Also ne, wenn man mit Menschen was zu tun haben will, dann geht man in den Verkauf. Ja. Und das habe ich dann auch gemacht. Und ich habe es nicht eine Sekunde bereut. Wenn die kleine Astrid das jetzt sehen würde, diesen ganzen, sieht sie ja auch, aber diesen ganzen Weg und eigentlich ja mit diesem Wunsch, Stewardess zu werden, was würde die heute zu dir sagen, wie sie den Weg sieht? Das haben wir ganz gut hingekriegt. Das haben wir ganz gut gemeistert. So. Was hat die Große richtig gut gemacht? Chancen genutzt. Mhm. Also egal, was war, es gab eine Zeit lang, da habe ich alle 2 Jahre den Job gewechselt. Jetzt könnte man ja denken, oh Gott, da ist ja irgendwas. Ne? Also es gibt ja so ganz viele, die so sagen, oh, wenn du zu viel wechselst und wenn das im Lebenslauf steht, das ist irgendwie komisch, das wirft irgendwie ein komisches Licht auf dich, du bist nicht beständig oder wie auch immer. Und ich hatte immer gute Gründe zu gehen, weil es war immer irgendwie entweder eine Nummer spannender oder aber lukrativer, sei es finanziell, sei es vom Gebiet her oder auch von der Aufgabe her, weil als Gebietsleiter, ja, du hast natürlich ähnliche Aufgaben, aber jedes Unternehmen handelt das natürlich auch anders und die Freiräume sind anders und insofern, ja, ist es das wirklich. Also ich habe in meinem Leben Chancen genutzt und auf der anderen Seite aber auch, wenn ich gemerkt habe, es passt einfach nicht,
dann habe ich nicht darauf gewartet, bis sich irgendwas Lukrativeres entwickelt, sondern ich bin wirklich zweimal in meinem Leben auch das Risiko eingegangen und habe fristlos gekündigt. Nicht wissend, was ist morgen oder übermorgen, aber da ist einfach, und das hatte ich als Kind schon, so eine innere Zuversicht, es wird irgendwie weitergehen, wie auch immer. Und selbst wenn ich es an dem Tag noch nicht wusste, spätestens 3 Tage später wusste ich, wo der Weg lang geht. Also es haben sich immer wieder ganz schnell neue Türen geöffnet. Ja. Und das ist das, was ich heute bei meinen Klienten auch immer wieder sehe. Die Menschen stehen selber so unter Druck und stellen sich selbst so unter Druck. Egal, worum es geht, ob es das Business ist, ob es die Partnerschaft ist, ob es als Frau mit 3 Falten im Gesicht, so nach dem Motto, in den Spiegel zu gucken und du hast vielleicht 5 Kilo mehr drauf als noch vor einem Jahr. Da laufen ja Dramen bei den Menschen ab. Das ist ja unfassbar. Und wirklich dieses Selbstbewusstsein, Selbstliebe, auch wenn das Worte sind, die manchmal vielleicht auch dem einen oder anderen schon aus den Ohren wieder rauskommen. Aber worum es geht, ist letztlich, wenn du dich selbst nicht so nimmst, wie du bist, ganz ehrlich, einen besseren gibt es nicht. Es gibt nur den einen, nämlich dich selber. Und du kannst nur im Außen Dinge bewerkstelligen, wenn du bei dir selber anfängst. Und da ist wieder die Stewardess, weißt du, im Flieger, wenn dann so die, hier so, da sind die Türen und überhaupt. Und wenn die dann sagen, übrigens sollten wir unsere Gasmasken, unsere Sauerstoffmasken brauchen, setzen Sie sich bitte als erstes selber die Maske auf die Nase, bevor Sie rechts und links gucken. So, und das ist etwas, wirklich sich selbst, bei sich selbst anzufangen und wirklich auch zu gucken, was lässt uns im Job nicht Nein sagen, wenn der Chef kommt mit der nächsten Aufgabe? Was lässt uns im Team, wenn du Teamchefin bist, was lässt dich als Teamchefin deinen Mitarbeiter eher in den Urlaub schicken und du nimmst ihm noch Arbeit ab, anstatt zu sagen, lassen Sie uns mal gemeinsam gucken, wie kriegen wir das am besten hin, weil wir müssen irgendwie gucken, dass wir den Laden am Laufen halten, aber nicht, dass wir alle reihenweise irgendwie krank werden. Was lässt die Menschen nicht ein Miteinander leben, sondern irgendwie sich permanent überfordern? Wofür, genau, und da dieses permanent Überfordern, wofür bist du also Botschafterin? Wenn du jetzt an deine Arbeit denkst und auch an das, was noch vor dir liegt, ein Stück Weg, wofür bist du Botschafterin? Dafür, dass letztlich wir es uns im Leben alle ein Stück weit leichter machen können. Und zwar leichter im Sinne von, wenn wir uns angucken, mit was für Ansprüchen, mit was für Anforderungen, mit was für Erwartungen wir unterwegs sind. Und wenn wir anfangen zu überprüfen, sind diese Ansprüche, diese Erwartungen, ist das eigentlich wirklich das, was der andere will? Oder glaube ich nur, das ist das, was ich erfüllen muss? Und genauso umgedreht, es ist nie eine Einbahnstraße, es ist immer 2 Straßen, die nebeneinander herlaufen. Dann geht es wirklich darum, sich das Leben leichter zu machen. Und das heißt nicht, nie wieder Probleme zu haben. Darum geht es nicht. Aber einer meiner Ausbilder damals hat immer gesagt, das fand ich so herrlich plakativ. Die Qualität der Probleme verändert sich. Raus aus so, diese ganze Welt ist doof und schlecht und überhaupt hinzu, was kann ich tun an der Stelle, wo ich bin, damit es mir gut geht, dass es meinen Lieben gut geht und ich auch solidarisch bin. Das schließt sich nicht aus. Und weg von sich nur um den eigenen Bauchnabel zu drehen, hin zu, was heißt es eigentlich, kooperativ miteinander zu sein? Was heißt es, gemeinsam Ergebnisse zu erschaffen? Was heißt es, gemeinsam mit Spaß und Freude
wertschätzen, miteinander umzugehen. Und ganz ehrlich, was mir ganz dolle am Herzen liegt, ist Mobbing. Mhm. Dieses, ich sag's mal ganz bewusst platt, dieses Gequatsche hinterm Rücken über denjenigen, der gerade nicht da ist. Den aber in einem Licht stehen zu lassen, dass er letztlich nur verlieren kann. Und dieses nicht mehr anzusprechen, da sind wir wieder am Anfang unseres Gespräches, was eben, ne, du Njahayali, den Finger in die Wunde legen. Ja. Wir sind nicht mehr bereit, uns zu konfrontieren. Und wenn wir das im Kleinen nicht machen, wie soll es dann bitte im Großen funktionieren? Was wäre dann also ein Satz, den du an die Zuhörer und Zuschauer geben möchtest, weitergeben möchtest? Achte auf deine Worte, achte auf deine Gedanken und erlaube dir und trau dich, Dinge, die dir nicht gefallen, anzusprechen. Aber nicht im Vorwurf, sondern aus einem Interesse heraus zu verstehen zu wollen, warum verhält sich der andere so? Wieso denken Menschen anders als ich? Und aufzuhören in besser oder schlechter, richtig und falsch, gut und böse. Alles ist gleichgültig. Die Frage ist immer nur, wofür? Und wenn wir damit anfangen würden, also wirklich uns wieder für den anderen als Menschen zu interessieren, den anderen als Menschen wahrzunehmen, ich glaube, dann sind wir einen Riesenschritt weiter. Bist du schon einen Riesenschritt weiter jetzt an dieser Stelle? Ja, wunderschön, toll, tolle Botschaft. Wenn du jetzt nochmal an unser Gespräch denkst, wofür bist du primär der kleinen Astrid dankbar? Was hat sie genau richtig gemacht? Sie hat mir immer wieder den kleinen Clown mitgegeben. Also ich würde sagen, wenn ich da jetzt mal so in mich reinspüre, dann ist das wirklich die Portion Humor und die Dinge einfach auch spielerisch zu nehmen. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und das heißt nicht, dass ich kein Mensch mit Tiefgang bin, nur letztlich, ich glaube, wenn wir uns das Leben alle ein bisschen leichter machen, dann wird das mit dem Tiefgang auch ein bisschen leichter. Na, schön. Und gab es für dich in unserem Gespräch irgendetwas, was du nochmal erinnert hast, was gut war, nochmal hinzuschauen, ein Magic Moment, der dir begegnet ist? Ja, letztlich mir nochmal bewusst zu machen, wie sehr ich meinem Mentor wirklich dankbar bin. Also wir haben viele Jahre noch Kontakt gehabt, nachdem er aus dem Unternehmen ausgeschieden ist und ich mittlerweile eben auch in anderen Unternehmen gearbeitet habe. Und ich bin ihm wirklich sehr, sehr dankbar. Und ich bin heute wirklich rückblickend, manchmal wird man ja gefragt, willst du nochmal 20 sein? Nö. Sondern ich kann wirklich sagen, egal was war in meinem Leben, ob ich es als schön bewerte oder ob ich es vielleicht als Herausforderung, vielleicht auch als Problem oder keine Ahnung wie sehe, dann sage ich einfach, alles so wie es war super. Und ich bin genau am richtigen Ort, zur richtigen Stelle. Also ich würde auf keinen Fall mehr zurück wollen, sondern letztlich bin ich neugierig auf das, was die nächsten Jahre noch auf mich wartet und was die nächsten Jahre einfach noch gelebt und erlebt werden will. Ja, großartig. Astrid, habe ganz herzlichen Dank für dieses tiefe und tolle Gespräch, für die ganzen Einblicke in dein Leben und die Stationen. Und ich denke, dass du mit dem, was du sagst, sehr vielen Menschen nicht nur Begleitung anbietest, sondern auch Mut machst. Vielen Dank. Danke. Ja, und danke dir für die Möglichkeit. Es hat wirklich viel, viel Spaß gemacht. Und ja, danke für das schöne Interview und danke für deine Fragen, die auch mich einfach nochmal wieder neu über verschiedene Dinge haben nachdenken lassen. Und danke, dass ich das mit dir und mit der Community teilen darf. Von Herzen gern. Vielen Dank.